Hallo Freunde, ich bin Indiana Jones und das ist The Fate of the Lost Let's Play. Ja, ich weiß, 2 Monate, kein Indie mehr. Ich hoffe, vom Sound her ist es halbwegs okay. Ich glaube, das ist ein bisschen leiser. Es geht schon irgendwie. Man hört es ein bisschen. Die Indiana Jones müssen. Okay, wir sind in einem Höhlenlabyrinth unter Kreta. Da sind wir, glaube ich, rausgekommen. Dann habe ich gesagt, wir machen jetzt eine Pause. Ich hoffe, ich kriege das Spiel noch hin. Und ich hoffe, ihr habt gewartet und freut euch, dass es jetzt weitergeht. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung jetzt. Noch ein von anderen Forschern, ohne Frage. Wie? Nur ein klumpenbrüchiger Mauerarbeit. Wo ist denn eigentlich, wo haben wir denn Steinschacht? Weiß nicht mehr, wie unsere Begleiterin hieß. Es ist jetzt über 2 Monate her, dass ich gespielt habe. Es tut mir so leid. Ein Schacht, der in die Dunkelheit führt. Das wird nicht funktionieren. Kann ich da was öffnen? Ne, er macht da auch nichts. Ja, es ist echt blöd, wenn man das so lange unterbricht. Das tut mir auch echt leid, aber manchmal ist es einfach so, dass man sich nicht so wirklich aufraffen kann. Und das habe ich in den letzten Wochen irgendwie nicht gekonnt. Und ach, blöde. Jetzt geht's aber weiter. Ich habe jetzt Bock und jetzt gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Im Leben hin. Wieder ein unglücklicher Forscher. Davon gibt es einen Haufen Durchgang. Ich erwarte hier in den Räumen immer irgendwelche Rätsel zu lösen, aber... Ja. Ein Keil ist ein Schacht, der in die Dunkelheit führt. Wenn ich diesen Keil... Das ist ein Keil, der das Gegengewicht bildet. So, benutze mit... Ich habe einen Stab. Ja. Da. Das Gegengewicht ist frei. Das bedeutet... Ist jetzt unten der Aufzug eventuell aktiviert? Gucken wir mal. Müsste eigentlich so sein. Wir haben die 3 Steine. Haben wir schon? Boah, ich versuche irgendwie storymäßig jetzt gerade mich zu erinnern. Ich bin auch so null vorbereitet gerade in die Aufnahme gegangen. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe. Passiert. Oh. Statuenmund. Da ist ein kleiner Sprung drin. Warte. Vielleicht ist das ein Hebel? Ne. Dann ruckeln wir mal mit dem Holzstift drin rum. Ne. Mit dem Stock? Ja. Nach oben? Yes. Bester Spieler aller Zeiten. Da liegen 2 Orichalkum-Perlen drunter. Die nehme ich auch mit. Ich habe jetzt also eine Goldkiste und 2 Orichalkum-Perlen. Ballonfahrkarte. Das meiste davon werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Aber ist gut zu haben. Watch it. Wieder nur ein klumpenbrüchiger Mauerarbeit. So, die Frage ist, ist dieser Raum zu was gut oder ist er nur zu Deko-Zwecken da? Ich würde sagen, mit den Orichalkum-Perlen gehen wir mal zurück, weil ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, was weiter hinten war. Halt, ist da auch ein Durchgang? War da irgendwo ein Mechanismus, wo ich die Perlen für brauchen könnte? Wo haben wir unsere Begleitung hinterlassen? Boah, scheiße. Nicht schon wieder. Das tut immer noch weh. Ich habe
keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Verdammt. Ich hätte mir vielleicht die letzten Folgen nochmal anschauen müssen, bevor ich jetzt hier loslege. Aber wir werden es schon finden. Wir werden es schon finden. Gut, den einen Weg merken wir uns. Habe ich bestimmt schon wieder vergessen, welcher das war. Hier ging es nicht weiter. Hier muss ja irgendwo eine Art Mechanismus sein. Der Weg ist also in beide Richtungen nutzlos. Das merken wir uns auch. Das heißt, hier, wenn ich hier sein sollte, muss ich nach links raus. Hier ist der Start gewesen. Was war hier? Das sieht so aus, als wäre es... Ich glaube, wenn ich hier rechts lang gehe, da kommt das Loch, wo ich reingefallen bin. Kann das sein? Wo wir unten waren. Weißt du noch, wo ich dann hochgeklettert bin? Nee, hier ist der Raum. Scheiße. Eieiei. Hier ist noch eine Tür. War das nicht eben eine andere Tür, die mich hier hingeführt hat? Kann das sein? Ja, lecker. Das ist natürlich echt scheiße, wenn du durch so ein Labyrinth musst, nachdem du so lange nicht gespielt hast. Das war vielleicht keine sonderlich kluge Entscheidung, an der Stelle hier eine Pause einzulegen. Wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke. Aber wir kriegen, bleib mal ganz ruhig. Bleib mal ganz ruhig, wir kriegen das schon hin. Dann kannst du ja jetzt nur noch da oder da lang gehen. Ne, da war ich ja gerade, da ist ja nur der See. Dann geht's hier lang und dann geht's hier lang. Und dann geht's hier lang. Zap. Aber hier war ich doch eben. Hier ist doch jetzt die andere Seite vom Aufzug, oder? Ja. Scheiße. Wie komme ich denn jetzt zurück? Die Räume sehen auch alle gleich aus. Das hätten wir jetzt laufe ich hier seit 6 Minuten rum, hätten wir alles auch schneller haben können. Hätte ich nicht 2 Monate nicht gespielt. Es ist jetzt genug mit der Selbstkasteiung. Ui. Und ich habe auch sämtliche Stimmen vergessen. Also wenn einer der Charaktere jetzt eine andere Stimme hat wie vorher, seid mir bitte nicht böse. Genau, hier konnte ich nämlich den Wasserfall dann hochklettern. So, aber jetzt... Sophia! Sophia? Ja? Kann ich mir dann ein Halsband einpumpen? Warum? Ich glaube, es steht mir besser. Ich fürchte nur, Absal hat schlechten Einfluss. Es bringt unsere Orichalkum-Detektor durcheinander. Aber ich habe doch Orichalkum. So. Ich will nur Absal in die Kiste stecken. Kisten halten ihn nicht auf. Hör mal. Ja? Dein Halsband bringt den Detektor durcheinander. So. Also müssen wir es verstecken. Glaubst du? Dann sage. Nur Absal ist ein großer König, er hat den Durchblick. Nur Absal hat den Durchblick. Durch was? Nur Absal hat den Durchblick. Na gut. Ich kann dir das Halsband nicht geben. Was? Aber sag mir deinen Plan und ich helfe dir. Ich will es in die Goldkiste tun. Ich will es in einen schiefen Tacht. Ich will es in die Goldkiste. Okay. Gib mir die Schachtel und ich lege sie hinein. Vielleicht solltest du mir auch dein Orichalkum geben. Sicher. Ja. Aber nur für ein paar Minuten. Danke. So, jetzt habe ich ihr
So, und hier unten muss ja jetzt irgendwie was mit euch Halkum sein, ne? Zeigt nirgendwo hin. So, das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie euch Halkum suchen. Hier unten kommt Sophia auch wieder mit. Es zeigt nirgendwo hin. Genau, hier war das Ding, wo ich sie durch das Loch abkrabbeln lassen. Aber sie hat doch jetzt die Orichalkum. Ach ne, die hat die in die Goldkiste gepackt, ne? Es zeigt auf die nackte Wand da hinten. Ich muss hier von der anderen Seite hin. Ah ne, ich kann hier hin, das ist gut. Scheint ein wenig brüchig zu sein. Gut. Die beliebte Schiffsruppe. Sieh an. Ah. Sieh mal, eine Orichalkum-Perle. Das muss die Perle sein, auf die der Detektor angesprochen hat. Prima, jetzt nimm die Goldkiste zurück. Ich will mein Halsband wieder tragen. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem Orichalkum? Erstmal hier weitergehen. Oh, Alter. Komm schon, beweg dich, Tür. Nun. Entweder ist das Land etwas kleiner, als wir dachten. Oder wir betrachten gerade ein Modell. Genauso aufgebaut, wie Plato es beschrieben. In drei konzentrischen Kreisen. Entschuldigung. Hier ist eine Achse. Schau an Tür, eine Mondtür. Wir haben einen Mondstein. Es ist eine schwere Steintür. Es ist eine schwere Steintür. Sonne. Oder Uhr oder so. Wir haben einen Mondstein, einen Sonnenstein und einen Weltenstein. Das scheint dann eine Welt zu sein. Eine schwere Steintür. Hier ist eine Tür. So, gehe zur Achse. Sieht so aus, als sei sie für die Steinscheiben. Gut, dann als erstes. Oh. Den Sonnenstein. Den Mondstein. Und den Weltstein. So. Jetzt haben wir wieder unsere Stadt. Westsee, Vulkan, Ostsee. Gut, dann wollen wir mal ein Buch nochmal lesen. So, pass auf, erste Seite. In der großen Kolonie brauchte man einen Mondstein. Um Atlantis zu erreichen, wurde ein Weltstein hinzugenommen. Wenn die sterbenden Himmelskörper in die Ostsee stürzen. Nur die Andersgesinnten kamen rein. Das heißt, die Bewohner keine Pferde besaßen oder diese brauchten. Orichalkum, das Metall, das wie Feuer glitzert, war ihr Ersatz. Die gossen es in kleine Perlen und nutzten dies wie wir Münzen, zahlten Statuen, dass sie die Arbeit wie Magie taten. Als ihre Kolonien untergingen, formten die Weisen Bernsteine, um damit nach dem Metall zu suchen. Doch nur das stolze Atlantis hat es bisher hervorgebracht. Das nannte das Reich wohlhabend, aber dies ist absurd. Als das Wasser um ihre Stadt anstieg, versuchten die Könige das Schicksal aufzuhalten. Da Sterbliche nie das Meer beherrschen würden, bauten sie einen Kolossus, der sie durch Orichalkum 10 Perlen auf einmal zu Göttern machen würde. Nur Absal war ein solcher König. Er war es, sagen die Ägypter, der Männer in den Kolossus zwang und aus ihnen Monster der Natur machte, wenn die Himmelssphären nach seiner Anweisung gut ausgerichtet waren. Okay, also erstmal rätseln. Das hier. So. Um Atlantis zu erreichen, Weltstein hinzugenommen, wenn die sterbenden Himmelskörper in die Ostsee stürzen.
Das heißt, Nacht, aufgehende, untergehende Sonne, abnehmender Mond und die Ostsee. Hat nichts gebracht. Die Andersgesinnten. Wenn man es 3, 4, 1, 2, 3, 4, also Ost muss nach unten, Westsee, Ostsee, Vulkan. Achso, den muss ich nur zweimal drehen. Ostsee und hier brauchen wir den zunehmenden. Ja. Das war creepy. Oh, ich sollte die Steine nicht vergessen. Ja, da hast du recht. Hey, was ist mit den beiden anderen Türen? Sophia? Wo bist du? Oh. Wir haben sie, sie dumme Amerikaner. Lassen Sie das Mädchen aus dem Spiel, Hauptmann. Halten Sie sie, macht nur Ärger. Wollen wir ihn provozieren? Ist nicht so klug vielleicht. Machen den Beschützer. Lassen Sie das Mädchen aus dem Spiel, Hauptmann. Warum? Sie ist sicher froh, sich dem Gewinner anschließen zu dürfen. Allerdings kann ich nicht für ihre Sicherheit garantieren. Solange Sie mir nicht die Steine geben. Verschonen Sie Sophia, verschonen Sie mich. Nehmen Sie die Steine und verschwinden Sie. Sie bekommen die Steine nur über meine Leiche. Vermute, wartet mal. Das Schöne an Scum ist, dass ich jederzeit speichern kann. Das heißt, wir wehren uns erstmal. Fordern Sie mich nicht heraus. Dies ist Ihre einzige Chance. Geben Sie mir die Steine oder ich töte Sie. Ich glaube, der blufft nicht. Wir probieren es trotzdem. Ich blöffe nie. Game over. Manche Leute verstehen meine Argumente einfach nicht. Mit den Steinscheiben in seinem Besitz fand Kerne Atlantis der Trank. Indie-Quotient, diesmal 281. Das ist scheinbar eines der Enden des Spiels. Ist der Indie-Quotient, was bedeutet der? Wie lässt sich der bewerten? Die laden. Wir haben ein Ende gesehen. Ich könnte eigentlich jetzt Ende an das Folge schreiben. An das Folge, ne? Sie bekommen die Steine nur über meine Leiche. Die Steine. Hier. Okay, die Steine gehören Ihnen. Lieber ein lebendiger Feigling als ein toter Held wie Jones. Kerner, so eine schleimige Kröte. Steinwand. Wenn ich jetzt zurückgehe. Oha, Kerner hat sie von der anderen Seite blockiert. Okay, alles klar, ich muss zur Steinwand gehen. Diese Steine sind etwas lose. Da benutzen wir unsere allseits beliebte Schiffsrippe. Also irgendwie scheint sich einer von diesen Steinen zu bewegen. Fräulein, halt! Sie müssen einfach mitkommen. Ich gehe nirgendwo hin. Was haben Sie mit Indy gemacht, Sie Töffel? Vergessen Sie, Jones. Töffel. Wie können Sie erwarten, dass der Mann Sie nach Atlantis führt? Wenn er noch nicht mal aus dem Labyrinth herausfindet. Ach, und Sie sind der geborene Fremdenführer für Atlantis, oder was? Wir haben einen Unterwassereingang in die verlorene Stadt gefunden. Zusammen werden wir Ihre Geheimnisse erforschen. Viel Glück. Sie haben die Wahl, Fräulein. Fahren Sie mit uns und erfüllen Sie sich den Traum Ihres Lebens. Oder Sie landen neben Ihrem Freund.
als weitere Leiche auf dem Weg zum Ruhm. Nun, wie kann ich mich einer solchen Gastfreundschaft widersetzen? Jones war ein besserer Kerl, als ich dachte. Wenn er es mit ihr ausgehalten hat. Schön, diese kleine... Ach, da ist ein deutsches U-Boot. Da werden wir jetzt natürlich mal hingehen. Gehe zu U-Boot. Ja, cool, cool, cool. Ich habe so ein bisschen Furcht. Deswegen, weißt du Bescheid, ne? So. Kann ich die benutzen? Gefährlich aus. Aber einen harmlosen Aal erlegen? Gibt nichts über einen harmlosen Aal. Luke? Ich will erst nochmal gucken, ob hier hinten was ist. Da ist ein boxender Fisch drauf. Noch eine Kanone. Gewaltig. Es geht, einen Delfin zu töten? Alles für den. Geh zu Bug. Nichts da. Nichts da, oder? Nichts da. Weiß ich nicht so. Geh zu Luke. Ah, oh. Halt! Oha. Ich bin der Kapitän. Hab keine Stimme für ihn. Und blinde Passagiere gibt es hier nicht. Ich kann sehen. Sind in diesem... Hoppa, falsches Schiff. Das werden wir schon sehen. Was glauben Sie, wo Sie hingehen? Piff, pock, zack, pong, tong. Schöne klassische Indie-Szene. Sieht aus, als wäre ich jetzt der Kapitän. Ui, die Reise geht los. Okay, wir sind auf dem U-Boot. Hoffen wir nur in Richtung Atlantis. Terra? Nossos, da waren wir gerade. Okay, wieder so ein Minispiel. Okay, okay, okay. Gegensprechanlage und großer Hebel. Und Unterdeck. Gehen wir erstmal nach unten. Oh. Hoppla. Okay, ganz. Es sind vier Männer und ich bin ein toter Mann, wenn ich da runtergehe. Solange die Deutschen da rumlungern. Der Kapitän befiehlt alle Mann in den Bug und jetzt alle Mann zum Hecktorpedorohr. Die Crew ins Mittschiff, aber zack, zack. Gute Arbeit, Männer, weitermachen. Wir gehen alle zum Torpedorohr. Das Heck ist links, der Bug ist rechts. Das heißt, ich kann mich jetzt hier umschauen. Da ist der. Okay, eine Wache. Hier ist der verrückte Professor. Deutsche Wertarbeit. Muss ich nicht. Brücke. Ich weiß noch nicht, wofür ich den brauche. Aber ich dürfte jetzt hier sicher lang gehen können. Öffne Wandschrank. Haben wir da drin? Oh, da ist nichts Besonderes. Ist hier in einer anderen Version ein Hakenkreuz drauf? Torpedorohr. So verzweifelt ist die Lage nun auch wieder nicht. Okay, die Frage ist, muss ich das mit irgendwas blockieren dann? Alkum habe ich. Wenn ich da Eurichalkum reinpacke, das wird nicht funktionieren.
Okay. Würde ich mich auf der anderen Seite mal gerne umschauen. Wir haben den Schrank geöffnet und den Fernschreiber. Hier unten ist noch. Frage ist, da die Tür offen? Safe. Öffne Falltür. Die Schranktür steht im Weg. Dieser Schrank. Öffne Falltür. So. Versuchen Sie sich zu entspannen, Herr Doktor. Entspannen? Wir nähern uns einer Zivilisation, die mit den Kräften der Natur spielte. So wie wir mit Spielzeugen umgehen. Das übertreiben Sie da nicht. Wie sonst erklären Sie die Wunder des Heuchalkum oder der Steinscheiben? Was haben Sie mit den Steinen gemacht? Immer mit der Ruhe, sie sind hinter Ihnen. Im Safe des Captains. Oh, wo war ich? Okay, also im Safe ist... Kann man nicht öffnen. Sieht nicht gerade stark aus. Sieht nicht stark aus. Kann den Safe nicht öffnen. Wenn ich den knacke, dann kriegen die das mit Sicherheit mit. Hoppla, das hat nicht geklappt. Holzstift. Okay, also wir wissen, da ist der Safe. Ich probiere jetzt mal nicht einfach irgendwelche Dinge sinnlos. Ich will erst auf der anderen Seite nochmal gucken, was da so ist. Und dafür schicke ich die Mannschaft jetzt zum Bug. So. Alle Mann in den Bug. Betrifft natürlich nicht die Wache und die Chefs. Ich weiß auch noch nicht, was der Hebel macht. Okay, die haben die Türen nicht zugemacht. Schränke. Gucken wir mal rein. Sind ziemlich leer. Hinterer Teil. So. Da haben wir ein Stück Brot. Ich wette, es ist steinhart. Ich nehme ein paar Scheiben. Hier ist eine Falltür. Batteriesäule. Porzellantasse. Ein Bierkrug ähnliche Tasse aus Porzellan. Nehmen wir mit. Und dann nehmen wir natürlich auch eine Wurst mit. Wir haben hier fast einen Delikatessenladen. Macht nicht. So, jetzt habe ich Wurst und Brot. Dann könnte ich mir eine leckere Mahlzeit machen. Da ist eine Falltür. Hier ist ein Hebel und da ist ein Schalter. Ich möchte noch keine Hebel und Schalter drücken, solange ich nicht irgendetwas finde, was mir vielleicht sagt, was die machen. Hier ist noch eine Falltür. Das da ist Heidi. Hier ist Räte. Das ist ein Bündel verdrehter Drähte. Okay, ziehverdrehte Drähte. Okay, ich habe auch nichts, was Sinn machen würde, damit zu benutzen. Wird nicht funktionieren. Okay, wir haben hier Drähte und ein Torpedorohr. Ja. Es geht nicht auf, es muss defekt sein. Ja, das liegt wahrscheinlich an den Drähten. So, Falltür. Wenn ich jetzt hier unten bei der Wache reinstiefel, dann werde ich bestimmt erschossen werden. Nur mal so. Zum Ende eines Spiels kann man ruhig öfter mal speichern, wenn man schon die Möglichkeit dazu hat. Hier ist nichts, da war irgendwo die Säule. Vielleicht kann ich die in den Krug abfüllen. Okay, der Becher ist jetzt voller Säule. Das ist gut. Damit kann ich den Safe nämlich knacken. Hätte ich andersrum gemacht, hätte ich gespart mir. Hätte ich richtigen Satz, hätte nicht so komisch geklungen. Das.
So, Leute. Alle Mann zum Heck. Stellt euch bildlich vor, wie die jetzt alle unten von rechts nach links rennen. Da ist ein Pömpel. Den hätte ich gerne. Jeder braucht einen Pömpel. Nach unten. So, und jetzt benutzen wir erstmal die Batteriesäule mit dem Safe. Hui, die Säure frisst sich glatt durchs Metall. Warum hat sie sich dann nicht durch den Hohnkrug gefressen? Und ein kleiner Schlüssel. Geschmolzener Safe. So, wir haben die Steinplatten. Sehr schön. Ihr Lieben, das war ein schöner Fortschritt heute. Ich gehe mal nach oben wieder. Wir müssen hier Sophia noch befreien. Wir müssen die Welt retten. Wir müssen gucken, was die ganzen Hebel machen. Aber das alles machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein paar Däumchen, Kommentärchen da. Geht auch auf twitch.tv/Gvorak. Da streame ich live 2-3 Mal die Woche. Schaut mir zu und redet dort mit mir. Würde mich sehr freuen. Und bis dahin, macht's gut. Tschüssi.